Hier ist der Mann, der Vorschiffmann der Elbrück. Herzlich willkommen, Toni Koll. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja eine sehr ausgezeichnete und sehr anstrengende Arbeit gewesen, oder? Wie lange war das insgesamt unterwegs, das Schiff? Ja, danke erstmal. Wir bitte. Waren. Danke. Bitte. Wir waren. bitte schön. Macht nichts. Wie lange war es? 9 Monate. Bitte schön. Sehr gerne. Ja. 143 Tage auf See. 143 Tage auf See. Ja. Ja. Und wie viele Leute sind es insgesamt gewesen auf dem Schiff? 12. 12 Leute. Ja. Was heißt Vorschiffsmann? Du warst sozusagen Vorschiffsmann. Für was bist du verantwortlich? Ich bin im Prinzip in Segelmanövern vorm Mast, ja, und stelle das sicher, dass die Segel rauf und runter gehen. Muss in den Spinnakerbaum rausklettern, muss ab und zu mal einen Mast hoch bei verschiedenen, ja, Segelmanövern. Und ansonsten bin ich im Cockpit wie jeder andere und bin am Grinden oder Trimmen. Am was? Am Grinden oder am Trimmen. Am Grinden, natürlich. Wer, ja, macht's nicht? Ja. Und zwar ist es ja jetzt eine Arbeit, die ja nicht durchgehend gemacht wird, oder? Man muss ja mal schlafen zwischendurch, oder? Ja. Das heißt, es gibt für alle Positionen 2 Besetzungen. Ja, alles ist doppelt besetzt und wir sind praktisch 4 Stunden an Deck und 4 Stunden unter Deck. Und die 4 Stunden unter Deck schlafen wir so gut wie möglich. Ach so, wenn die anderen oben arbeiten, darf man nicht mit an Deck sein? Darf man schon, aber... Ist dann zu wenig Platz dort? Nein, da ist schon genügend Platz, aber du musst ja irgendwie versuchen, ein bisschen zu schlafen. Und das findet immer in dem Rhythmus statt? 4 Stunden arbeiten, 4 Stunden schlafen? 4 Stunden Rhythmus, ja. Aha. Und ist ja relativ eng an Bord, oder? Ja. Das heißt, Proviant ist auch nicht viel dabei, oder? Nee, was esst ihr? Wir haben Freeze-Dried dabei, also gefriergetrocknetes Essen. Lecker. Ja, ja, ist ganz yummy. Wie viel gibt es da pro Tag, pro Person? Zwei Löffel pro Mahlzeit. Nein. 2 Schopflöffel, so große. Ach so, also ja, ist aber immer, ja, in Suppenform, oder was? Ja, es kann man alles mit dem Löffel essen. Ist das, so, ja, eintopfmäßig. Wie ist denn dann nicht auf einmal, wie ist denn der Stuhl dann, wenn man die ganze Zeit nur flüssig ist? Ja, der ist auch ganz flüssig. Ja, also, ist so? Echt? Ja. Ja. Das, ja, heißt, unter Deck gibt es auch eine Toilette oder aus Platzgründen auch? Nee, wir haben eine Toilette. Da kann man sich hinsetzen, das kann man so ein bisschen einstellen, ja, schräg. Also wenn das Boot schräg liegt, dann kann man die Toilette gerade stellen, dass man da nicht schräg sitzen muss. Aus Gewichtsgründen wird natürlich da auf jeglichen Komfort verzichtet, ja, oder? Ja. Und die Toilette ist dann auch in dem Raum drin, wo die anderen schlafen, oder was? Ja, also wir können, wenn wir auf die Toilette... Ist nicht ab, also die ist nicht hinter einer geschlossenen, nein, Tür? Hier steht der Mast, hier ist die Toilette und da ist die Küche. Also wenn du dich so hinsetzt, sitzt du und hinter dem Mast greifst, dann kannst du den Topf umrühren. Ach, tatsächlich? Ja, sparst die Zeit. Ja, oder man kann, wenn man in der Küche steht, den anderen Topf umrühren. Das geht auch, oder? Ja, das... Wird da abwechselnd gekocht? Oder gibt es einen speziellen Koch an Bord? Nein, jeder kocht. Jeder kocht? Kochen ist nicht schwer, es ist nur Wasser kochen, draufschütten, umrühren. Und es gibt alle vier Tage als Belohnung für jeden einen Snickers, ist das, ja, so? Ja, ist geil. Ja, das wird dann gefeiert. Der 4. Tag ist total. Das Snickers wird dann richtig gefeiert? Ja, ja, ja. Wie wird man sowas? Wie wird man Snickers? Nein, Snickers, ja. Vorschiffsmann sozusagen. Verdienst du dein Geld damit? Ist das dein Job? Ja, das ist mein Job. Ich bin Profisegler. Es gibt nicht viele Profisegler in Deutschland, oder? Nee, nur ein paar. 2, 3? Wie viele? 2, 3, 4, 5. Sowas in der Richtung. Tatsächlich? Ja. Und warum ist das bei uns so? In Amerika gibt es wahrscheinlich mehr, oder? Neuseeland? Ja, wo kommen die meisten her? Die meisten kommen aus Neuseeland. Tatsächlich? Amerika hat viele, Australien gibt es auch viele. In, ja, Deutschland ist halt das Problem, dass der Profisegelsport erstens mal noch nicht bekannt war. Ich hoffe, das ändert sich jetzt ein bisschen. Ja. Und dass auch wir so ein konservatives Volk sind, dass wir den Profisegelsport gar nicht akzeptieren als einen vernünftigen Beruf. Damit habe ich immer Probleme, das muss ich mir oft anhören. Ja, und ist es denn noch heutzutage mit der modernen Technik, die man hat? Ich meine, ihr habt ja natürlich Navigationsinstrumente, GPS und Wetterfax und all diesen Krempel an Bord. Ist es denn trotzdem noch eine gefährliche Sache? Ist was Schlimmeres passiert während dieser Reise oder den anderen Schiffen? Dieses Mal ist nichts passiert. Also um die Welt Regatten davor sind auch schon Menschen verunglückt, sind im Southern Ocean ins Wasser gefallen und dabei natürlich tödlich verunglückt auch.
Auf der letzten Weltumsegelung ist zum Glück nichts passiert, außer ein paar Leute waren ein bisschen krank und mussten dann abgeborgen werden. Aber ansonsten war es relativ safe. Klar, es ist schon gefährlich da unten im Season Ocean, da schwimmen die Eisberge neben dir. Ja, was man eben gesehen hat, ja, genau. Da, wenn du drauf fährst, hast du ein Loch im Schiff und säufst du. Das ist richtig, ja. Dann passt immer einer auf oder da steht immer vorne einer und guckt, ob der bleibt oder kann das Radar erfassen? Ja, die Großen kann man am Radar sehen und die Kleinen, da hat man Pech gehabt dann. Und es gab mal auch ein Problem zwischendurch, da habt ihr ein Loch im Schiff gehabt vorne? Ja. Ja, wir haben nach dem Start in Kapstadt haben wir ein kleines Loch im Schiff vorne gehabt, da ist eine Luke gebrochen und die hat uns den ganzen Bug voller Wasser aufgefüllt. Das sind wasserdichte Schotten. Aber das Problem war dann, dass unser Bug unter Wasser ging und das Heck hochstand, also wir konnten nicht mehr steuern und das Wasser lief eigentlich überall nur noch rein. Da war mal kurz großer Alarm an Bord, dass wir das Wasser so schnell wie möglich wieder rauskriegen und dann das Leck eben abdichten. Und dann ist man glitschnass und man hat natürlich Ersatzklamotten dabei, oder? Wie viele Unterhosen zum Beispiel? Pro Woche eine. Pro Woche, das ist ja normal. Ja, das war ein Schiff, die Ilbruck. Wie lang ist das Schiff? 20 Meter. 20 Meter? 60 Fuß. Und die andere Besatzung waren hauptsächlich Amerikaner, Neuseeländer? Ein Amerikaner. Das war der Captain, oder? Ja, es gibt auch John Kostecki. Ja. Ein ganzer Haufen Neuseeländer, Australier, Engländer, Spanier, Holländer. Was passiert mit diesem Schiff jetzt? Das ist ja speziell für dieses Volvo Ocean Race gebaut worden. Ja, das liegt jetzt momentan in Kiel in der Halle. Ja. Schön auf dem Trocknen. Und was da jetzt weiterhin passiert, ist noch nicht so ganz klar. Was steht denn zur Debatte? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Entweder es wird verkauft oder die Firma Ilbruck wird es nutzen, um Gästesegeln mit Firmenkunden und Firmengästen zu machen. Was hat das Schiff gekostet? Weiß man das? Über den Daumen? Ich habe keine Ahnung. Ungefähr? Ein paar Millionen. Was sagt man? Was wird hinter den Kulissen getuschelt? Da musst du hinter den Kulissen fragen. Ich ungefähr, was hat das Schiff gekostet? Weiß ich nicht. 2000 Mark, 3000 Mark, wie viel kostet das? Das sind wir schon im Millionenbereich, glaube ich. Da sind wir schon bei den Millionen. Wie viele Millionen? 10 Millionen, 20 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen? Eher 10 Millionen oder eher 30? Ich schätze mal 8. 8 Millionen? D-Mark. D-Mark? Schätze ich. Ja, das ist doch für einen Segelurlaub günstig. Ja. Muss man sagen. Ja, muss man da lang trainieren, bis man sowas raus hat, wie man da vorne mit den Segeln umgeht? Ja, jahrelang. Also, es ist nicht einfach. Kann nicht jeder. Wie lange hast du trainiert auf diesem Schiff? Wir haben mit Ilbruck 3 Jahre uns vorbereitet aufs Volvo. Und dann sind wir eben 9 Monate um die Welt gesegelt. Wir waren insgesamt praktisch 4 Jahre am Trainieren. Ja. Was war das für eine Geschichte, als dieser, das hat man glaube ich auch da gesehen, als dieser Wirbelsturm da auf euch zukam? Ist das gefährlich, sowas? Ja, das ist gefährlich. Ja, wir sind in Sydney gestartet und 6 Stunden nach dem Start hat sich am Horizont so ein Wirbelsturm, so ein Twister aufgebaut. Und das ist ein was ist das? Das ist kein Hurricane, ne? Das ist ja mehr so eine. Das ist so eine Art Tornado. So ein Tornado, ja. So eine Art Tornado. Und ja, das Ding kam auf uns zu, wir sind angeluft, wir sind abgefallen, das Ding kam immer auf uns zu, dann mussten wir irgendwann alle Segel runternehmen, alles festziehen und uns irgendwie festhalten. Und dann ist das Ding auf 50 Meter, 60 Meter an uns vorbeigerauscht. Was wäre passiert, wenn das genau über euch gegangen wäre? Das weiß ich nicht. Ich habe immer Ausschau nach Kühen und Autos und ach so, ob da noch welche Schafen sind. Geguckt, aber ich habe keine gefunden. Also ich weiß nicht, was da wirklich passiert wäre. Wir wollen natürlich jetzt auch wissen, ob du tatsächlich segeln kannst. Ja? Ja. Und deswegen haben wir mal ein Schiff geholt und jetzt segeln wir hier drin. Komm mal mit. Aber du kannst mal das auch Tor. Segeln, Stefan. Ja, ich kann auch segeln, aber das so große Schiffe ist nichts für mich. Ja, ich bin hier mehr auf so kleinen. Hier. Super, oder? So, dann setz dich mal da rein. Da machen wir ein bisschen Wind und dann wollen wir mal sehen, was du drauf hast. Ja, gib Gas. Mal rein. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Wind. Wind bitte. So, sehr gut. Und los geht's. Sehr gut. Voll an. Sensationell, oder? Ich will auch mal. Warte mal, ich muss auch mal. Das ist geil. Geht aber los, oder? Wie viele Windstärken waren das jetzt ungefähr? Das war Tornado. Wie viel ungefähr? Was meinst du? Vielleicht 4. 4 Windstärken? Ja? Was muss ich machen? Hier reinsetzen und dann? Ja. Okay, und Wind bitte. Was sagen Sie jetzt? Ein bisschen Staub aufgewedelt. Ja.
Vielleicht hätten wir hier vorher mal durchputzen sollen, dann wäre nicht so viel Staub durch. Ja, ich hab's dann voll in den Augen. Aua. Naja, dann, was ist die nächste große Herausforderung für dich? Ich segel jetzt mit Marc Pickel Starboard und wir wollen im Prinzip nach Athen 2004 fahren. Zur Olympiade? Ja, wollte ich auch mal. Das ist schwer, kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist nicht so einfach. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, ja, und nochmal herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, Toni Kroll. Danke. Vielen Dank.